Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 9. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, anderes ist als in einer westlichen Astrologie. Hier im Bild sehen wir die vier Grundelemente. Feuerelement ist immer aktiv. Es ist immer die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Die Erde-Element gibt uns die Sicherheit, Stabilität, die Realität, Bodenständigkeit. Die Luft-Element schenkt uns Leichtigkeit, bringt uns zu neuen Ideen und unterstützt die Kommunikation. Und Wasser-Element hat mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Die 12 Tierkreiszeichen sind auf den einzelnen Elementen zugeordnet. Im Feuerelement befindet sich die Tierkreiszeichen wieder und das ist die beweglichen, anderes als im westlichen Astrologie. Und das Bewahrende, das Fixe, ist die Tierkreiszeichen Löwe und Dualität vermittelt die Tierkreiszeichen Schütze, ist auch beweglich, aber auch festhaltend. Genauso ist das im Erde-Element, die bewegliche ist Steinbock. Das Bewahrende ist die Stier und die Dualität vermittelt die Jungfrau. Und im Luftelement ist die bewegliche, die Tierkreiszeichen Waage. Das Festhaltende ist die Tierkreiszeichen Wassermann und Dualität vermittelt die Tierkreiszeichen Zwillinge. Also beide Seiten, das Festhaltende, aber auch die bewegliche. Bei Wasserelement ist die bewegliche die Tierkreiszeichen Krebs. Das Festhaltende ist die Tierkreiszeichen Skorpion und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Fischen. Und jetzt schauen wir an, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten und was löst das aus? Natürlich ist das die indische Berechnung. Sonne zeigt die Lebensenergie, beleuchtet etwas und das ist die Monatsthema. Und dieses Monatsthema befindet sich im Schütze. Und Schütze hat mit Sport, Bewegung, Reisen etwas zu tun. Auch Ausland, Auslandskontakte. Und hier auch wichtig zu verstehen, dass die Tierkreiszeichen Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch, das ist wie ein Energiefeld, zeigt unseren Wünsche. Und das ist die Richtung, das ist die Ziel. Und dann kommt die Feuerelement dazu, die Begeisterung, die Aktivität, die Schütze. Und weil Dualität zeigt, auch das Festhaltende. Also wir können das dann auch erreichen, in Besitz zu nehmen. All das, was uns begeistert. Und die Sonnenenergie zeigt, hier die Monatsthema, die Orientierung. Mond befindet sich im Grenzbereich. Bei Sonnenaufgang ist noch im Tierkreiszeichen Steinbock, aber übergeht im Tierkreiszeichen Wassermann. Bei Sonnenaufgang ist im Steinbock und im Grenzbereich und im laufenden Tag übergeht dann in Tierkreiszeichen Wassermann. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt.
und bedeutet auch die männlichen Personen, befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Und das bedeutet, wenn wir uns für etwas einsetzen und Kraft zeigen, dann sollen wir auch das gefühlsvoll tun im Wasserelement oder sollen wir auf unsere innere Stimme hören. Ist es richtig, gerade da aktiv zu sein oder es ist besser zurückhaltend sein? Und für die männlichen Personen bedeuten, sie werden in dieser Zeit, solange bis Mars in Fischen ist, sehr intensiv mit ihren Gefühlen auseinandersetzen. Diese Spannung, was gestern und vorgestern war, zwischen Merkur und Mars, diese Spannung lässt nach. Das bedeutet, die männlichen Personen tun etwas leichter, über Gefühle zum Sprechen. Vor allem Mond hat einen sehr großen Einfluss auf unseren Tagen, auf den Tagesablauf. Und wenn Mond übergeht von Tierkreiszeichen Steinbock auf Tierkreiszeichen Wassermann, vermittelt die Luftelement, schenkt uns Leichtigkeit und unterstützt die Kommunikation, geht alles leichter. Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation, ist im Schütze. Das kann bedeuten Auslandskontakte, Fremdsprache oder Gespräche über Reisen. Aber es ist wichtig, bei den Handlungen Ziele setzen, genau das, was unseren Wünschen entspricht, was uns begeistert. Jupiter zeigt unserem inneren Sonne, unserem Größe, unserem inneren Größe und öffnet den Augen auf die Gerechtigkeiten oder auf Ungerechtigkeiten und vertritt auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück. Vielleicht nicht in diesem Leben, dann ist es beim nächsten Leben, aber unsere Seele muss das karmisch ausgleichen. Und das zeigt auch Jupiter, vertritt die göttliche Gerechtigkeit. Natürlich schenkt uns optimistische Haltung und auch Glück in unserem Leben und vergrößert etwas. Und das trifft besonders die Skorpiongeborenen, dass sie sollen mit ihren Größen bewusst sein. Venus ist die weibliche Energie, natürlich bedeutet auch uns Frauen, aber zeigt auch Liebe, Kunst, Kreativität, Harmonie, alles was schön ist, das ist Venus-Energie. Venus befindet sich auch in Skorpion. Für die Damen ist auch sehr wichtig, die Gefühle zum Leben, für die Männer auch. Also hier kommt Mann und Frau, das Weibliche, Männliche zusammen, alles sehr gefühlsvoll. Die Männer sind eher romantisch verträumt und die Damen befinden sich in einer Art Transformation. Und die Leidenschaft hier bei Skorpion-Energie auch sehr stark spürbar. Saturn ist im Tierkreiszeichen Schütze und es zeigt Ernsthaftigkeit und Lernaufgaben. Die Lernaufgabe besteht gerade daran, dass wir unseren Wünschen ernst nehmen und als Ziel setzen und in diese Richtung uns bewegen. Dann haben wir schon mal Orientierung. Mit Saturn endet die persönlichen Planeten und sie haben mehr Einfluss auf unseren Alltag. Und wir brauchen immer Ausgleich, inneren Gleichgewicht. Natürlich finden wir die Ausgleich, wenn wir die Ruhe bewahren. In Ruhe liegt die Kraft. Aber wir dürfen nicht aus dem Acht lassen die Einflüsse von außen. Das muss auch harmonisch ablaufen, die zwischenmenschlichen Kontakte. Oder hier bei dieser Legung zeige ich auch die kosmische Energie, das Ausgleichen.
Ausgleich gibt dann, wenn die Elemente gleichmäßig verteilt sind, was ganz selten ist. Ein oder zwei Element ist immer mehr betont. Manchmal gibt ein Element, was als fehlenden Element darstellt. Dazu kommen noch die Halbmondpositionen, wo auch eine gewisse Disharmonie vermittelt. Und wenn wir damit bewusst umgehen, dann sehen wir das auch, was ist dieses fehlende Element. Und da die Energie lenken, die Aufmerksamkeit lenken, so kommen wir im Balance, im Gleichgewicht. Und was gerade betont ist, die Wasserelement und die Feuerelement, durch die Mondkraft wechselt sich Erde, Luft. Bei Sonnenaufgang ist noch Erde, aber dann wird Luftelement, schenkt Leichtigkeit, geht alles viel leichter voran. Und die Erde-Element, das, was wir als Ausgleich brauchen, die Bodenständigkeit oder Materie um die Finanzen kümmern oder die Natur bewundern. Also mehr Aufmerksamkeit, bewusst, das ist die Bewusstsein, bewusst auf die Erde-Element, so finden wir die Ausgleich dieser Harmonie. Uranus, Neptun und Pluto sind die äußeren Planeten. Die klassische indische Astrologie berücksichtigt das gar nicht, so wie die klassischen westlichen Astrologen auch nicht. Und das wurde auch später entdeckt, Uranus, Neptun und Pluto. Aber ich mag die auch und zeige ich, wo befindet sich Uranus. Uranus befindet sich im Widder, bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse und Widder symbolisiert auch Neuanfang. Bei Neptun verspüren wir die Inspiration, die Träume, die Visionen, hat einen Einfluss auf unseren Traumbilder auch. Das ist die Fantasie. Das wird schön ausgemalt und das ist im Wassermann, bringt auch zu neuen Ideen. Mond und Neptun haben auch einen ähnlichen Essenz, also sie harmonisieren auch sehr gut. Natürlich kann das bedeuten, dass wir gerade intensivere Träume haben und das ist auch sehr wichtig, weil die Traum ist nichts anderes als die Sprache der Seele. Und das würde ich nicht behaupten, dass jeder einzelne Traum das vermittelt. Im Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Diese Träume haben überhaupt keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und dass es so lebendig ist, wenn das wirklich die Realität wäre und bleibt auch in Erinnerung, dann könnt ihr sicher sein, das war die Sprache der Seele. Die Seele möchte etwas mitteilen. Natürlich ist das ein Symbolsprache, dafür ist die Traumdeutung da. Diesbezüglich kann ich weiterhelfen, weil ich deute sehr gut die Träume. Dann kann ich das entziffern, mitteilen, was wollte dieser Traum sagen. Und das könnt ihr jederzeit als Blitzberatung buchen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com, dann schreibt dieser Traum. Mein Honorar beträgt für Traumdeutung 10 Euro. Und jetzt zum Pluto. Pluto gibt uns die inneren Kraft, die Macht über uns selbst, auch über unseren Gefühlen. Das ist die Kraft, die Überlebenskraft, die Kraft, die Transformation und auch die Sexualenergie. Diese Energie befindet sich im Schütze. Und mit dieser Kraft können die Schützengeborenen sich gerade behaupten. Heute ist eine wichtige Verbindung zwischen Mond und Venus und das löst etwas aus. Es ist eine Liebesenergie. Und es beginnt kurz nach Sonnenuntergang und dauert 3-4 Stunden lang. Und diese Verbindung wird bei uns Menschen etwas auslösen. Und das ist die Sehnsucht nach Liebe.
die Sehnsucht nach Liebe, Partnerschaft oder die Sehnsüchte nach jemand. Und diese Energie löst nicht nur bei Frauen etwas aus, sondern auch bei Männern. Und entstehen Zweifel, vielleicht auch sogar Angst. Dieser Mondhaus, wo in diesem Zeitpunkt Mond befindet, heißt Shatabhisha. Dieser Mondhaus Shatabhisha ist also im Tierkreiszeichen Wassermann und bedeutet übersetzt 100 Ängste, 100 Glück. Tatsächlich wirken hier Fixsterne und das sind Glückssterne. Die Glück ist da. Aber was hindert bei diesem Glück, was blockiert, das ist die Zweifel und Angst. Und diese Energie wird in uns aktiviert. Ich wiederhole das nochmal, das beginnt etwa kurz nach Sonnenuntergang. Und das werden wir verspüren. Die Sehnsucht nach dieser Liebe, die Sehnsucht nach dieser Partnerschaft oder die Sehnsucht nach jemand kann sogar bedeuten, dass entsteht eine gewisse Telepathie, dass ihr an jemanden denkt und er oder sie denkt an euch auch und das spürt auch. Und hier ist sehr, sehr wichtig, die Angst und Zweifel überwinden und in Vertrauen bleiben. Dann wirken die Glückssterne. Jupiter und Saturn steht auch eine gute Verbindung und bei rechtlichen Lage klärt sich etwas. Saturn unterstützt, dass alles in Ordnung kommt und bei Jupiter-Themen handelt es sich um eine rechtliche Lage. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens, was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt. Also volle Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, dieses Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.